Es geht schnell. Einmal kurz nicht aufgepasst, das Handy fällt und geht nicht kaputt. Mit der Erfindung von Philipp Frenzel aus Aalen bleibt das Display nämlich ganz. Der Student der Hochschule Aalen hat nach einigen zerstörten Smartphones eine Art Airbag erfunden. Der ist alles in Eigenregie und Handarbeit zusammengebaut worden aus 3D-Druckteile und dann eben auch Blechteile, Elektronik selber gelötet und. Und da stecken jede Menge Stunden Handarbeit drin. Kleine Sensoren in der Hülle erkennen, wenn sich das Handy im freien Fall befindet. 4 Jahre lang tüftelte er an seiner Idee. Nun ist der Prototyp fertig. Fast alles aus dem 3D-Drucker. Eine schwäbische Erfindung, die Handys vielleicht vor der Mülltonne bewahrt.